Leuchtende Quallen, eine mysteriöse Unterwasserwelt, leuchtender Nagellack, leuchtende Chemikalien. Aber halt, weshalb leuchtet das alles? Fangen wir von ganz vorne an. In diesem Video erfahrt ihr so einiges über die Lumineszenz. Ich werde Fragen beantworten wie, welche Lumineszenzarten gibt es und wo kommen sie vor? Wie funktioniert Fluoreszenz und Phosphoreszenz? Was sollt ihr schon wissen? Es wäre von Vorteil, wenn ihr wisst, wie das Modell eines Atoms aussieht, dass es aus Protonen, Neutronen und Elektronen besteht, dass es eine Art Schalen gibt, auf denen sich die Elektronen befinden und dass die Elektronen die Bahnen wechseln können. Um es vorweg zu sagen, wir arbeiten nur mit Modellen, denn in Wirklichkeit sind die Dinge viel komplizierter und so können wir zumindest einfache Näherungen machen. Einige Lichterscheinungen kennt ihr schon, zum Beispiel die Flamme. Diese Reaktion nennt man Verbrennung, wobei Energie in Form von Licht und Wärme freigesetzt wird. Bei der Lumineszenz fehlt aber diese erkennbare Menge an Wärme. Darum bezeichnet man die Lumineszenz auch als Kaltleuchten. Der Unterschied besteht darin, dass das Leuchten der Flamme thermischen Ursprungs ist. Hingegen bezieht die Lumineszenz seine Energie für das Leuchten aus ganz anderen Quellen. Die Lumineszenz kann, je nach Art der Anregung, in verschiedene Bereiche unterteilt werden. Die leuchtenden Quallen, welche ihr am Anfang gesehen habt, kommen unter den Begriff Biolumineszenz. Im Organismus finden chemische Reaktionen statt und es wird Licht emittiert, das heißt ausgesendet. Das Selbstleuchten nutzen die Tiere aus, um untereinander zu kommunizieren, andere Tiere zu warnen, zum Jagen oder für das Fortpflanzen. Chemilumineszenz ist dasselbe. Bei einer chemischen Reaktion wird Licht emittiert, welches nicht thermischen Ursprungs ist. Unter der Photolumineszenz wird zwischen Fluoreszenz und Phosphoreszenz unterschieden. Links wird ein Kastanienast und rechts Fluoreszein in Wasser gelöst. Dabei bestrahlt eine UV-Lampe die Reagenzgläser und die Lösungen fangen an zu leuchten. Dieses Phänomen heißt Fluoreszenz. Als nächstes bestrahlt die UV-Lampe Leuchtsterne, welche bestimmt jeder kennt. Auch diese leuchten auf. Wenn man jedoch die Bestrahlung abschaltet, leuchten die Sterne nach und hören erst nach einer Weile auf. Das wird Phosphoreszenz genannt. Vergleicht man nun eine fluoreszierende Lösung mit den phosphoreszierenden Objekten, so sieht man schnell den Unterschied. Die fluoreszierende Lösung hört sofort auf zu leuchten und der Rest leuchtet noch nach. Schauen wir uns nun die Photolumineszenz genauer an. Was passiert auf atomarer Ebene, wenn man ein Atom mit kurzwelligem Licht, das heißt UV-Licht, anregt? Absorbieren die Elektronen diese Strahlung und sind gezwungen, auf eine höhere Schale zu springen. Stellt euch nun vor, dass sich auf der höheren Bahn ein Haufen spitzer Gegenstände befindet, auf die die Elektronen hochspringen. Das ist natürlich kein günstiger Zustand für die Elektronen, so fallen sie schnell wieder in ihre vorherige Schale zurück. Dabei gibt es Elektronen Licht ab, das für uns sichtbar ist, und der Stoff leuchtet. Nehmen wir die Fluoreszenlösung als Beispiel. Sie leuchtet in einer grünen Farbe. Warum grün, nicht rot oder blau? Kurz gesagt, verschiedene Schalen haben unterschiedliche Energien und verschiedene Moleküle haben unterschiedliche Energieniveaus. Wenn das Elektron also genug Energie bekommt, um seine Schale zu wechseln und nachher von einem höheren zu einem niedrigeren Energieniveau springt, verliert es Energie. Die verlorene Energie entspricht der Differenz der Energieniveaus und somit auch der Wellenlänge des emittierten Photons. Erinnern wir uns an das elektromagnetische Spektrum. Spektralfarben haben unterschiedliche Wellenlängen und Fluoreszen emittiert Licht mit einer Wellenlänge von ca. 520 Nanometer. Jedoch fragt man sich jetzt, wieso dann das Licht der Fluoreszenlösung nicht dieselbe Energie enthält wie das absorbierte Licht. Stellt man das absorbierte Licht und das emittierte Licht grafisch dar, können wir eine Verschiebung feststellen. Diese Energiedifferenz wird als die Stokes-Verschiebung bezeichnet. Wo geht jetzt aber die restliche Energie hin? Das können wir mit dem Jablonski-Diagramm erklären. Unten befindet sich der Grundzustand und oben der angeregte Zustand. Jetzt gibt es aber auch Unterzustände. Gelangt das Molekül in einen oberen Zustand, so geht es lieber schnell in den tiefsten Unterzustand. Und gleichzeitig wird ein kleiner Teil der absorbierten Energie in Form von kinetischer Energie, also etwas Wärme, freigesetzt.
Danach fallen die Elektronen des Moleküls in den Grundzustand und senden dabei Photonen aus, die der restlichen Energie entsprechen. Das erklärt, weshalb das emittierte Licht weniger Energie trägt als das absorbierte Licht. Und verschiedene Unterzustände verursachen verschiedene Energien bei Lichterscheinungen. Aber nehmen wir an, dass sich ein Sofa auf der höheren Schale befindet. Es wird wieder angeregt und lässt ein Elektron hochspringen. Was hält das Elektron davon ab, noch ein wenig länger oben zu bleiben? Es ist so bequem, dass es erst nach einigen Sekunden oder Minuten wieder nach unten springt. Das heißt, das Elektron nimmt einen anderen Zustand an als bei der Fluoreszenz. Was wir bemerken, ist, dass das Material nachleuchtet, ohne dass es weiter mit Schwarzlicht beleuchtet wird. Das ist der Hauptunterschied zur Fluoreszenz. Phosphoreszierende Objekte leuchten gerne nach. Dies wurde zum Beispiel in den Berliner Unterwelten genutzt. In den Bunkern wurden die Wände mit phosphoreszierender Farbe gestrichen, um im Falle eines Stromausfalls völlige Dunkelheit zu verhindern. Auch andere Arten wie Thermolumineszenz, Elektrolumineszenz, Radiolumineszenz und so weiter finden in der Welt ihre Anwendung. Mithilfe der Thermolumineszenz lässt sich beispielsweise feststellen, wie alt Keramikgegenstände oder andere gebrannte Artefakte sind. Das war's mit den Informationen. Du kannst nun dein Wissen testen und es dir einprägen. Es gibt eine Frage mit 4 oder 3 Antworten, von denen eine richtig ist, und es gibt eine richtig-falsch-Frage. Danach kannst du dich entspannen und verschiedene Experimente genießen. Viel Spaß!